In diesem Video zeige ich dir, wie man einfach und schnell in Kryptowährungen investieren kann, wie man diese traden kann bzw. kaufen und verkaufen mit wenig Aufwand, mit wenig Know-how und das Ganze auch noch reguliert bei einem offiziellen Broker. Mein Name ist André und schön, dass du eingeschaltet hast. Ich persönlich beschäftige mich schon mehr als 3 Jahre mit den Finanzmärkten. Ich bin eigentlich so im normalen Währungsbereich, Aktienbereich, Rohstoffbereich tätig, mache dort auch ja, Daytrading bzw. langfristiges Investieren. Und seit neuestem kommen ja die Kryptowährungen sehr stark ja, aufwärts. Also es ist wirklich gerade ein Hype dazu gestartet, zu den Kryptowährungen. Jeder möchte Kryptowährungen kaufen, verkaufen, traden und so weiter. Ich zeige euch in diesem Video, wie dies sehr, sehr einfach geht, in wenigen Schritten. Das Problem ist nämlich, wenn wir einmal im Internet zum Beispiel suchen nach einer Kryptowährungsbörse, Broker und so weiter, ist es da ziemlich schwierig, das Richtige zu finden. Die sind meistens unreguliert natürlich. Man hat Probleme mit der Verifizierung. Das dauert regelrecht sehr, sehr lange. Mein Kollege, der hat sich bei so einer Börse angemeldet, ist jetzt seit 3 Wochen immer noch nicht verifiziert, kann also immer noch nicht investieren. Ja, da der Hype wirklich sehr groß ist und der Andrang auf diese Broker natürlich sehr groß ist. Ja, ich zeige euch die Alternative in diesem Video. Zwar sehen wir vor uns mal gerade den MetaTrader 4. Das ist eine bekannte Trading-Plattform, die ich auch benutze. Man kann natürlich auch für das Trading andere Plattformen benutzen bei diesem Broker. Link zu dem Broker unten in der Beschreibung. Das ist AvaTrade. Das ist ein Vorreiter im Forex- und CFD-Bereich. In diesem Thema wirklich der Broker mit den ersten mehreren Kryptowährungen zum Handeln, die das hier ermöglichen. Wir werden alle Details durchgehen, wie man sich ein Konto eröffnet, wie man hier handelt und so weiter. Also bleibt auf jeden Fall bis zum Schluss dran an diesem Video. Ja, MetaTrader 4 Plattform ist eine ganz normale Trading-Plattform. Hier sage ich dazu auch nochmal später was. Wir sehen gerade hier den Bitcoin. Chart gegen den US-Dollar im Tageschart, also das heißt, hier eine Kerze geht einen Tag lang. Wir könnten das Ganze auch umstellen, hier zum Beispiel auf Balkenchart, Linienchart, so wie man das möchte. Wir können hier auch verschiedene Zeiteinheiten wählen: 1-Minuten-Chart, 15-Minuten-Chart, Stunden-Chart, je nachdem, welche Analyse man durchführen will, wie man investieren will und was gibt es denn hier für Angebote zum Handeln. Welche Kryptowährungen sind interessant. Dazu gehen wir erstmal hier auf coinmarketcap.com. Da sehen wir die interessantesten Kryptowährungen momentan zum Handel. Ich würde mal sagen, hier die ersten 6 sind ziemlich interessant. Also die Coins mit der höchsten Marktkapitalisierung. Wenn diese natürlich hoch ist, dann ist da auch ordentlich was los. Wir haben ein hohes Volumen, was gehandelt wird pro Tag. Das steht auch noch mal hier. Wir haben den aktuellen Preis und die Veränderung in Prozent hier aktuell bei CoinMarketCap.com. Ich sag mal so, die ersten Coins hier sind ziemlich interessant zum Traden, auch zum kurzfristigen Investieren. Kurzfristige Spekulation kann man natürlich auch betreiben. Und bei diesem Broker, den ich euch heute vorstelle, Link dazu unten in der Beschreibung oder eben auf meiner Homepage, je nachdem, wo ihr das Video seht, könnt ihr euch dort über den Button direkt den Account erstellen. Hier bei AvaTrade, das ist der MetaTrader 4, ich erwähne es nochmal, wenn ihr hier oben auf dieses Plus geht, könnt ihr verschiedene Sachen hier auswählen. Die haben alles Mögliche, hier Aktien, Indizes und so weiter. Da geht ihr auf CFD Crypto und da haben wir jetzt hier 7 verschiedene Charts. Ich habe die mir hier unten schon alle reingelegt. Und die kann man handeln. Wir haben den Bitcoin gegen den US-Dollar, wir haben Bitcoin gegen Euro, wir haben Ethereum, wir haben Ripple, wir haben Litecoin, wir haben Ethereum Classic und wir haben Dash als Angebot hier bei diesem Broker zum Handeln. Also sind jetzt 7 verschiedene Charts. Die werden auch meines Wissens demnächst auch noch mehr Kryptowährungen hinzufügen. Das ist wirklich, die wollen hier wirklich der Vorreiter sein in diesem Markt, dieser Broker. Sie hängt sich da richtig rein. Zudem wird auch bald die Möglichkeit kommen, einzelne Kryptowährungen gegeneinander zu handeln. Zum Beispiel Ethereum Classic gegen den Litecoin. Das kann man natürlich dann auch handeln. Wie zahlt man hier ein, beziehungsweise wie zahlt man bei diesem Broker hier ein? Das ist ein Forex- und CFD-Broker, wie schon erwähnt.
AvaTrade. Link dazu unten in der Beschreibung. Ganz wichtig nochmal ist, dass dieser Broker reguliert ist. Wir haben hier auch eine App für den App Store, Handy und so weiter. Alles Mögliche ist da, was ihr zum Handeln braucht. Wir haben super schnellen Support. Ja, und reguliert natürlich das Ganze auch. Steht hier unten auch im Footer. Also sehr, sehr, sehr seriös das Ganze. Und die Coins werden per CFD gehandelt. Was heißt das? Man besitzt diese Coins nicht wirklich, sondern man besitzt nur eine Forderung sozusagen beim Broker an diesen Basiswert, also eine Forderung. Der Broker sichert sich im Normalfall an der Börse ab, also der Broker kauft dann sozusagen original Coins. Das geschieht alles im Hintergrund. Wie genau das geschieht, kann ich euch jetzt persönlich nicht sagen, da ich noch nicht bei einem Broker gearbeitet habe, beziehungsweise sind diese Mechanismen, wie sich da der Broker absichert, auch ziemlich geheim. Da kann ich euch jetzt nur mal eine Anregung geben. Also der Broker sichert sich an der Börse dann selbstständig ab, mit diesen Coins natürlich. Und ja, es kam nämlich auch schon vor, dass bestimmte Kryptowährungen Börsen pleiten gegangen sind. Das ist sehr unwahrscheinlich mit diesem Broker. Wir haben hier auch eine Einlagensicherung bei AvaTrade. Wie gesagt, Link unten in der Beschreibung. Die sind bei der Danske Bank und haben hier verschiedene Sicherheiten für den sicheren Handel, seriösen Handel. Sind natürlich in der EU ansässig. In Irland sitzt die Hauptzentrale bei diesem Broker. Was für Handelsplattformen haben wir? Im MetaTrader 4 habe ich euch ja schon gezeigt. Das ist diese Handelsplattform hier. Da gehen wir auch später nochmal ein bisschen genauer drauf ein. MetaTrader 4 haben wir. Dann haben wir hier zum Beispiel eine Webplattform. Mobiles Handeln können wir hier auch machen. Wir haben hier Ava Options und so weiter. Könnt ihr euch mal durchwursteln. Also ich persönlich empfehle euch wirklich hier den MetaTrader 4 zu benutzen. Ist eine sehr gute Handelsplattform, sehr übersichtlich. Natürlich jetzt für die Einsteiger, wenn ist das ein bisschen schwierig, sich zurechtzufinden. Zum Beispiel, wie dieser Chart hier so einstellbar ist, zeige ich euch mal schnell. Man klickt hier einfach rechtsklick in einem beliebigen Chart, klickt auf Eigenschaften, dann könnt ihr hier die Farben und alles Mögliche selber anpassen. Bei jedem Chart müsst ihr das nicht automatisch machen, sondern ihr könnt auch einfach euch eine Vorlage erstellen, dann die ganze Vorlage speichern, geht in den nächsten Chart rein, klickt auf Vorlage und wählt dann eure gespeicherte Vorlage hier aus. Also wirklich simpel zur Bedienung, mit ein bisschen Übung kommt man da super gut durch. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Ich glaube bei der Einlagensicherung, also das ist wirklich seriös hier mit dem Handel und mit dem Handel mit Kryptowährungen bei diesem Broker. Kommen wir zu weiteren Vorteilen bei dem Kryptowährungshandel. Hier sehen wir einmal nochmal eine kleine Übersicht, was hier alles verfügbar ist. Ethereum, Dash, Ripple, Ethereum Classic, Bitcoin, Bitcoin gegen Euro, Litecoin. Da werden demnächst auch noch weitere folgen. Hier sehen wir einmal den Spread. Das ist wichtig zu wissen. Der Spread, der wird euch abgezogen bei jedem Handelsgeschäft. Jetzt der Unterschied zwischen Kaufs- und Verkaufspreis, wenn ich mal hier auf neue Order gehe, sehen wir hier den Spread zwischen diesen beiden Linien, liegt eben bei zum Beispiel $20. Das ist diese Gebühr, die nimmt sich der Broker raus, um eben sich zu finanzieren, seine Mitarbeiter zu bezahlen und so weiter, damit ihr euch auch die Kurse, Trading-Plattform, Website, alles bereitstellt, wird hier eine Gebühr verlangt. Natürlich ist bei anderen Börsen nicht anders. Im Gegensatz zu anderen Kryptowährungsbörsen bzw. Anbietern ist das hier noch sehr, sehr, sehr billig, dieser Spread. Wir können nochmal hier drauf gehen, da sehen wir hier 30 US-Dollar über dem Markt zum Beispiel. Also diese Gebühr müsst ihr auf jeden Fall zahlen. Minimum Spread, Typical Spread und so weiter. Dann kommen wir zu einem weiteren Vorteil, welchen wir hier bei diesem Broker haben. Wir haben die Möglichkeit, mit einem Hebel zu handeln. Hier sehen wir Ethereum Hebel 1 zu 10, Dash 5 zu 1, Ripple 5 zu 1, Bitcoin 20 zu 1 und so weiter. Also der Hebel ist unterschiedlich. Was bedeutet der Hebel? Hebel bedeutet einfach nur, dass der Broker einem Geld
Leid für die Transaktionen. Das heißt, wir können mit mehr Kapital am Markt handeln, als wir eigentlich besitzen auf unserem Konto. Das ist ein wirklich weiterer Vorteil. Natürlich sollte man da das nicht übertreiben mit seinem Kontostand und das Ganze anpassen, sein Risiko. Man sollte jetzt hier nicht komplett die ganze Margin ausreizen, weil wenn dann die Position mal kurz im Minus landet, werdet ihr automatisch rausgekickt. Ja, der Broker leiht euch Geld, also dieser Hebel heißt einfach nur, dass ihr eine geringere Sicherheitsleistung hinterlegen müsst. Zum Beispiel bei Ethereum war das jetzt hier 1 zu 10. Ich möchte eine Position mit 1000 Euro handeln. Ich muss aber nur 100 Euro hinterlegen. Das wäre jetzt der Hebel von 1 bis 10. Und somit kann man mehr handeln, als man eigentlich besitzt. Man muss natürlich diese Sicherheitsleistung hinterlegen. Und wenn diese aufgebraucht ist, dann kann es dann auch zu einem Margin Call ja, kommen. Das ist aber meistens in den seltensten Fällen möglich. Da müsst ihr dann schon wirklich, da müsst ihr das wirklich übertreiben mit eurer Positionsgröße. Dann werdet ihr automatisch rausgekickt. Welchen Vorteil gibt es hier noch bei diesem Broker? Und zwar ist das die Liquidität. Ich habe ja hier euch das gezeigt, die Marktkapitalisierung. Da haben wir einmal das Volumen hier, was gehandelt wird. Und das Problem ist, bei den Kryptowährungen, die sind ja alle noch neu. Also beim Forex-Handel, also bei normalen Währungen jetzt, ich zeige euch das mal hier, zum Beispiel Euro gegen den US-Dollar, das ist hier der Chart. Da haben wir eine Milliarden, Billionen, Trillionen schwere Liquidität. Das heißt, ich kann immer Positionen öffnen mit 8 Lot, so wie ich Lust habe. Ich komme immer rein in den Markt oder ich komme immer raus aus dem Markt. Das Problem bei den Kryptowährungen ist, wenn der Kurs jetzt auf einmal abschmiert, jeder möchte raus aus dem Markt, möchte verkaufen, dann ist das Problem, dass es eventuell zu wenig Käufer gibt, ja, versteht ihr das? So ist die Börse aufgebaut. Da gibt es vielleicht zu wenig Verkäufer und dann kann es sein, dass eure Position nicht aus dem Markt herausgenommen wird bei den echten Börsen, also bei den echten Cryptocurrency-Anbietern. Das kann natürlich sein, weil wir hier so eine geringe Marktkapitalisierung haben. Ja, gering ist das jetzt auch nicht, aber wenn jetzt hier alle Leute verkaufen und es einen Crash gibt, ist das hier sehr, sehr, sehr wahrscheinlicher, dass man hier nicht aus dem Markt rauskommt, als jetzt beim normalen Aktien oder normalen Währungen, weil das Volumen hier einfach viel kleiner ist als beim normalen Handel. Ja, ihr müsst es euch das so vorstellen, jedes Mal, wenn ihr etwas kauft oder verkauft, muss jemand auf der Gegenüberseite sein. Und wenn niemand auf der Gegenüberseite ist, kommt ihr nicht in den Markt rein oder raus. Okay? Das Problem ist jetzt hier gelöst, da wir ja das per CFD handeln, kommt man hier immer raus und rein in den Markt. Das sollte der Broker hier garantieren. Wenn das nicht stimmt, korrigiert mich bitte. Aber im Normalfall ist das hier möglich, dass man immer rein und rauskommt. Da habt ihr wirklich keine Probleme, da man, wie gesagt, hier nur eine Forderung besitzt und nicht den echten Basiswert. Das ist der Vorteil hiervon, von diesem CFD-Handel auch noch. Zudem braucht man hier bei AvaTrade nur eine Mindesteinzahlung von 100 Dollar. Ich zeige euch das. Wir können mit Kreditkarte einzahlen, Banküberweisung, verschiedene Online-Anbieter wie PayPal, Skrill, Webmail Money, Neteller und so weiter können wir alles benutzen. Also die Einzahlung ist kinderleicht. Minimal 100 Dollar. Link in der Beschreibung zum Broker. Könnt ihr direkt losstarten. Oder ihr könnt auch natürlich hier ein Demokonto eröffnen. Das Ganze erstmal üben, euch anschauen, wie euch das gefällt. Ja, der Vorteil ist eben, ja, wir haben kleine Mindesteinzahlung. Dann verschiedene Methoden für die Mindesteinzahlung. PayPal und so weiter funktioniert natürlich sofort, das Geld ist dann sofort auf eurem Account. Zusätzlich, die Verifizierung bei diesem Broker dauert wirklich nur einen Tag. Wenn ihr es wirklich ganz, ganz schnell haben wollt mit der Verifizierung, ladet eure Dokumente hoch, schreibt hier den Chat an und sagt, dass ihr eure Dokumente hochgeladen habt.
dann funktioniert diese Verifizierung innerhalb einer Stunde oder wenigen Minuten. Das ist wirklich auch ein Vorteil hiervon und man kann direkt loslegen. Die Vorteile habe ich euch alle genannt in diesem Video. Also ich würde mich hier wirklich für so einen Broker entscheiden, auch wenn wir jetzt hier nur erstmal 7 Charts haben. Wie gesagt, es wird demnächst noch mehr hinzugefügt. Sollte aber wirklich hier reichen, 7 Charts, 7 Kryptowährungen erstmal zur Spekulation von Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin und so weiter. Wir können zum Beispiel nochmal schauen unter Litecoin-Handel, CFD-Handel mit Litecoins, da gibt es auch verschiedene Beschreibungen. Wir können hier haben eben diesen Hebel, Bitcoin-Hebel liegt bei 20 zu 1, Live-Kurse von der BTCe und Poloniex. Da bezieht dieser Broker eben die Kurse her, also sind die Originalkurse. Dann haben wir verschiedene, ja, Trading-Plattformen. Wir können mit dem Smartphone handeln und genießen Sie die Sicherheit, mit einem regulierten Broker legal zu handeln. Das ist noch wirklich der Top-Vorteil von diesem Broker reguliert. Kleine Mindesteinzahlung. Wir haben dann Hebel, schnelle Verifizierung und wir haben immer Liquidität im Markt. Das ist genau das, was ich brauche als Trader, um wirklich seriös und gut am Markt zu handeln. Zudem haben wir noch hier diesen Live-Support. Der ist optimal, kann man nutzen per E-Mail oder per Chat. Oder natürlich, ihr ruft hier an im Office. Ist auch möglich. Okay. Registriert euch auf jeden Fall über den Link unten in der Beschreibung, wenn ihr Lust habt, die Kryptowährungen zu handeln. Man kann hier natürlich auch ein Demokonto eröffnen, das Ganze testen oder eben mit 100 Euro oder Dollar oder Pfund, was auch immer für eine Währung ihr benutzt, starten. Ist möglich. Und jetzt zeige ich euch nochmal was ganz Wichtiges für den Handel, damit ihr da nicht allein gelassen werdet, wie das Ganze funktioniert. Ja, ich kenne mich hier ziemlich gut aus mit dieser Plattform, da ich das auch zum regulären Handel benutze. Ich nehme jetzt einfach mal den Bitcoin rauf. Ja, wenn ich hier jetzt auf neue Order gehe, plus, dann sehen wir hier das Volumen, was gehandelt werden kann. Und hier oben im Symbol steht nochmal eine Beschreibung. Ein Lot heißt 10 Bitcoin. Wenn ich hier kaufen will, mit einem Volumen kaufe ich sozusagen 10 Bitcoin zu diesem aktuellen Preis. Okay? Wenn ich jetzt hier auf Kaufen klicke, werden wir das auch gleich mal testen. Ich gehe jetzt hier drauf, klicke auf Buy, kaufe also 10 Bitcoin zu diesem Preis. So. Erfolgreich abgeschlossen. Wir könnten jetzt hier auch den Stop-Loss direkt wählen und den Take Profit. Also dieser Preis, wo der Kurs, also eure Order automatisch rausgeschmissen wird, beziehungsweise Take Profit, wenn eure Order in den Gewinn laufen sollte, wird die automatisch rausgeholt. Ja, hier unten seht ihr dann, diese Position ist gleiche Minus. Gewinn steht Minus, weil wir diesen Spread, diese Gebühr zahlen müssen. Jetzt bei 10 Bitcoin war das jetzt hier 200 und ein paar zerquetschte Euro. So läuft das ab für 10 Bitcoin. Bei den anderen Bitcoins, glaube ich, am teuersten, wenn ich mich nicht irre. Schaut auf jeden Fall hier bei den Handelsbedingungen vorbei. Da wählt ihr einfach Cryptocurrencies aus und dann seht ihr nochmal hier den Spread, worauf ihr beachten müsst. So, dann des Weiteren kann natürlich noch eine weitere Gebühr anfallen, das ist die Gebühr über Nacht. Das ist der Swap über Nacht. Das ist die Finanzierungsgebühr. Ganz einfach, man handelt ja mit einem Hebel hier, zum Beispiel 1 zu 20 und der Broker leiht euch also Geld. Das heißt, ihr müsst dieses Geld auch finanzieren und das wird über Nacht abgebucht. Je nachdem, in welche Richtung ihr handelt, kann diese Gebühr variieren. Da haben wir auch ein bisschen Zinsen auf den US-Dollar haben, variiert das ein bisschen. Wenn ihr ohne Hebel handeln wollt, damit diese Finanzierungsgebühr wegfällt, also wenn ihr jetzt hier Hebel 1 zu 1 haben wollt, bitte schreibt den Support an. Die werden euch da sicher helfen.
Und dann könnt ihr den Hebel abstoßen, dann habt ihr eben nicht diese ja, Interest Overnight Daily Sell Gebühr. Das wollte ich nur mal sagen. Das fällt noch mit an zum Handeln, ist nicht zu vernachlässigen. Und ich kann jetzt hier zum Beispiel ganz easy in diesem Chart mein Stop-Loss ziehen. Ich ziehe den jetzt mal hier runter. Muss das hier aktivieren. Ein Klickhandel ist das. So, jetzt mache ich das nochmal. So, und automatisch wird jetzt mein Stop-Loss, sollte der Preis hier runterfallen, werde ich hier mit minus 2400 Euro ausgestoppt. Das Ganze geht natürlich auch andersrum. Hier ein Take-Profit. Wenn der Preis noch weiter steigt, habe ich hier einen Gewinn von 2500 Euro. Okay. Schauen wir uns nochmal hier kurz um bei der anderen Paar. Dann seht ihr auch hier Ethereum. Dann seht ihr hier ein Lot sind 100 Ethereum. Da könnt ihr eure Positionsgröße hier anpassen. Ab 0,1 kann man hier handeln. Auf jeden Fall. Schaut euch das genau an. Lernt ein bisschen dazu. Ich habe euch sozusagen alles gezeigt. Was vielleicht noch wichtig wäre, wären hier die Pending Orders. Da können wir ein Sell Limit in den Markt reinlegen. Ein Sell Stop oder ein Buy Limit. Also wenn ihr sagt zum Beispiel, ich möchte Bitcoin unbedingt kaufen bei einem bestimmten Preis oder ich möchte unbedingt verkaufen bei einem bestimmten Preis, kann man diese Pending Order dazu benutzen. Ja, man kann das Ganze auch natürlich short handeln. Ich kann hier den Bitcoin shorten, ist auch ganz wichtig. Also wir können an fallenden Preisen hier verdienen, wie wir wollen. So viel wie wir wollen und eben auch an steigenden Preisen. Okay, ich schließe jetzt diese Position hier. Und so ist geschlossen. Und ja, das war es eigentlich zu diesem Video. Ich habe euch gezeigt, wie man einfach und schnell Kryptowährungen handeln kann. Unkompliziert über diesen Broker. AvaTrade ist da wirklich ein Vorreiter, kann ich euch nur empfehlen. Reguliert, lizenziert, geringe Mindesteinzahlung. Wir haben einen Hebel, wir haben eine schnelle Verifizierung, wir haben den Support. Alles, was man als Trader braucht. Wir haben geringe Spreads im Gegensatz zu anderen Börsen, wo Bitcoin gehandelt wird. Und registriert euch auf jeden Fall einen Account, wenn ihr da rein interessiert seid in den Kryptowährungshandel. Link dazu unten in der Beschreibung und eben auf der Homepage. Ich packe euch nochmal den Link zu meiner Homepage unten rein. Da habe ich nochmal etwas ausführlicher über Kryptowährungen berichtet. Und da könnt ihr euch nochmal einige Informationen holen. So, ich danke euch fürs Zuschauen. Würde mich über einen Daumen nach oben freuen und natürlich über einen Kommentar. Wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut und viel Erfolg beim Kryptowährungshandel. Ciao.